Ich habe mir hier schon das Salz rausgesucht. Heiß. Nimm deinen Lebkuchenmann. Nee. So. New York Vibes. Glaubst du, ich kann das einfach noch essen? Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Tom ist gerade nicht da und deshalb nutze ich die Chance, euch schnell dieses Video aufzunehmen, denn Tom weiß von nichts. Er denkt, wir drehen heute einen ganz normalen Vlog, aber nein, dem ist nicht so. Ich werde ihn heute den ganzen Tag pranken und habe mir zum Beispiel hier so eine Zunge bestellt, so eine Fake-Zunge und werde die dann irgendwann im Laufe des Videos bei mir reinmachen und die zum Beispiel festhängen lassen an irgendwas oder so. Er ist gerade auch nur für einen Moment weg. Ich bereite nämlich jetzt das Frühstück vor und da kommt dann auch schon der erste Prank zum Einsatz. Er holt nämlich noch Brot und dann werde ich ihm den Frühstückstisch fertig machen und habe mir überlegt, dass ich Tee mache für uns beide, aber bei ihm werde ich Salz reinmachen und dann bin ich sehr gespannt auf seine Reaktion. Und das mit der Zunge kommt auch irgendwann noch im Video und noch andere Pranks, die ich vorbereitet habe. Und Leute, ich freue mich so sehr auf das Video, ich wollte das schon immer machen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Zuschauen und jetzt bin ich sehr gespannt auf Toms Reaktion. Ich wollte euch noch schnell einmal diese Fake-Zunge zeigen. Wir haben heute gesagt, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gehen. Also werde ich diese wabbelige Zunge erstmal dahin mitnehmen. Das war schon schwer genug, die vor ihm zu verstecken. Ich hatte die eigentlich die ganze Zeit in meiner Jackentasche. Und die ist so richtig stretchbar. Und damit möchte ich halt irgendwas machen. Ich finde, das sieht aber auch richtig echt aus, wenn ich jetzt hier so drauf beiße und die dann so lang ziehe. Oder? Ich meine, das sieht halt richtig echt aus. Ich werde die auf jeden Fall in meiner Jackentasche mitnehmen. Mal sehen, ob das klappt. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt wie sonst was, weil diese Pranks müssen einfach heute klappen. Und ich hoffe, er merkt davor einfach noch nichts. Ja. Wann kommst du wieder? Ich fahre so in 5 Minuten, das ist wieder los. Ah, okay, ja, perfekt, weil ich habe uns jetzt, glaube ich, noch einen Tee gemacht oder ich mache uns jetzt gerade noch einen Tee. Ich habe halt schon die ganze Zeit mega Angst, dass er gleich in 3 Sekunden hier vor der Tür stehen wird. Also lusche ich hier die ganze Zeit schon so durch. Ich habe mir hier schon das Salz rausgesucht. Wir werden beide heute diesen Schneeträumchen-Tee trinken. Der Prank fällt halt auch gar nicht auf, weil wir halt so oft Tee trinken. Meine Tasse ist natürlich diese Glitzertasse und er kriegt einfach eine normale graue. Dann kann ich es auch nicht vertauschen. Und jetzt mache ich hier einfach... Boah, wie macht man denn da rein? Mache ich ja einfach so ein bisschen Salz, bisschen vor allen Dingen. Boah, Leute, das ist schon richtig viel. Ich weiß nicht, ob ich da mehr reinmachen kann. Das ist so viel. Noch ein bisschen mehr. Ich hoffe halt, dass man das schmeckt, aber das muss man schmecken. Schaut euch das bitte an, wie viel das ist. Sobald ich so ein Geräusch draußen höre, renne ich immer zum Fenster und schaue erstmal, ist er schon da? Was liegt da eigentlich für eine komische Kiste in meinem Auto? Was für eine Kiste? So eine grüne. Hä? Eine grüne Kiste. Du hast gestern mit Tassia irgendwas umgeräumt und jetzt liegt da so eine Werkzeugkiste oder so. Ach ja, die wollten wir eigentlich noch rauslassen, die Kiste. So, Frühstück ist schon vorbereitet. Was machst du da, Hella? Wieso hast du eine Kamera in der Hand? Ich mache hier Tee. Hä, warum schaust du so? Hella, ich komme hier rein und du hast eine Kamera und filmst mich. Setz dich einfach hin, ich habe schon den Vlog begonnen. Ich habe hier frisches Brot mitgebracht, ein Goldstück, so heißt das. Also dürfen wir das jetzt toasten oder nicht? Das ist immer die Frage bei uns. Frisches Brot darf nicht getoastet werden. Das habe ich auch so von meinen Eltern gelernt, aber ich finde das immer so nervig und dachte mir so, nein, ich möchte es halt toasten. Das ist halt das beste Stück, das nennt man Knus. Oh nee, ey. Ich glaube, ich toaste meins. Nein! Hallo? Kriegen wir ein Problem hier, hallo? Brot darf erst ab dem 2. Tag getoastet werden. Da steht so in der Brottoastverordnung. Okay. Was hast du uns da für einen Tee gemacht? Ich habe jetzt uns hier diesen Schneeträumchen-Tee gemacht. Der ist gefühlt schon kalt, weil du einfach Ewigkeit gebraucht hast. Wo warst du denn? Ich war im Büro. Ich habe gearbeitet. Ach so. Guten Appetit. Was machen wir denn jetzt heute, Hella? Wir werden heute auf den Weihnachtsmarkt gehen, dachte ich. Wir waren hier doch schon. Nee, aber auf einen anderen. Mit etwas Besonderem. Aber das kommt erst später. Probier doch mal den Tee, ob der noch warm ist. Das kann ja schon wieder nicht wahr sein. Heiß. Was hast du da? Oh, Hella! Oh, das Salz drin! Nein! Oh. Richtig dumm! Ich habe aus Versehen den Salzstreuer da einfach stehen lassen, aus Versehen, als du reingekommen bist. Hast du es nicht gesehen? Nein! Weil unser Haus so schön unordentlich ist, fällt das gar nicht auf. Oh, Hella! Ich dachte, ich habe da zu wenig reingemacht. Wie viel Salz? Probier bitte mal. Hella, jetzt musst du auch einmal nur einen kleinen Sip. Also, wenn du sagst, du hast da zu wenig Salz reingetan, probier jetzt einen Schluck. Nein, einen richtigen Schluck. Du hast es halt da wieder reingespuckt. Ja, guck. Ich dachte, das wäre zu wenig. Oh, das
Oh, da schmeckt man ja so krass. Ganz schlimm. So, weiter geht's mit dem leckeren Frühstück. Mit dem goldenen Frühstück. Ja, ich war halt sauer, weil du einfach die ganze Zeit nicht gekommen bist und ich den Tee hier schon fertig gemacht hatte. Ja, genau. Kann man verstehen, oder? Wegen dem Tee bist du sauer. Ja. Ja. Stimmt wirklich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, du machst mir nach. Mein erstes Brot habe ich mit Crumben gegessen. Sie auch. Mein zweites Brot habe ich mir Avocado drauf gemacht. Sie auch. Ich finde halt deine Entscheidung gut, wie du triffst. Das war eine gute Antwort. 6,5 Stunden später. Und täglich Hallo. Murmelt das Murmeltier. Pferde rausstellen. Lieblingsbeschäftigung. Ja, nee, rausstellen, nicht kraulen. Was ist mit seiner Lippe los? Er lässt die hängen, weil er ist entspannt. Ah. Oh, Cookie, du bist so süß. Das ist nämlich jetzt der nächste Programmpunkt. Kekse backen mit Cookie. Was? Was für Kekse Spaß. Backen? Nee, aber ich habe mir ja wirklich was anderes überlegt, was wir jetzt gleich machen, aber dafür müssen wir noch schnell einkaufen gehen. Kannst du mal raten, was wir machen? Das haben wir doch schon. Nein, wir machen was anderes. Okay. Okay. Aber nicht Kekse backen. Nein, wir machen was anderes. Hallo, na du? Hi, na. Morgenmuffel. Oh, er ist echt am Morgen immer nicht so gut gelaunt. Ah, nur am Morgen oder den ganzen Tag? Hallo. Er mag es nicht, geküsst zu werden. Er hasst mich, oder? Schon Wie geil wäre das denn? Komm, Cookie. Kommen Sie. Freedom. Juhu, spielen. Yes, essen. Erstmal alle am Schnorren da. Butter bei die Fische. Ja. Was machst du da, Cookie? Okay. Muss man jetzt nicht verstehen. Er verfolgt halt Valentino immer. Vielleicht spielen die Verstecken und er versteckt sich gerade hinter Valentino. Ah. Nee, doch nicht. Okay, weiter geht's. Es wird wohl hier reichen für euch. Irgendwann später. Wieso sind wir jetzt hier in der Backabteilung? Weil wir, eine Sekunde, das hier machen werden. Lebkuchenhäuser. Oh, wow. Richtig cool. Bravo. Das wollte ich schon immer mal machen, aber wir haben nie das gemacht, sondern immer diese Spekulatius als Häuserlandschaft. Begeisterung ist da. Lass uns das machen. Wollen wir zwei oder eins davon nehmen? Eins reicht. Eins reicht. Wir platzieren das zusammen. Kein Preis, die sind heute kostenlos, Hella. Die sind kostenlos. Ah, perfekt. Oh mein Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel sowas kosten soll. Kostenlos, 0 Euro. Wie geht das hier? Nee, du musst... Oh, das ist eine Waage. 6,69. Was? Doch nicht kostenlos. Ich dachte, es kostet gar nichts. Aber es ist inklusive Puderzucker. Perfekt. Nimm deinen Lebkuchen, Mann. Wir schlendern jetzt mit unserem Gingerbread nach Hause. Knusper, knusper, Knäuschen. Der knabbert an meinem Häuschen. Das machen wir dann. Hier steht, Sie benötigen ein frisches Ei. Ja. Und einen Spritzbeutel. Den kann man aber auch selbst aus Backpapier basteln. Ja. Wir haben nur kein Backpapier mehr. Ja, dann müssen wir noch Backpapier kaufen. Oh. 2000 Jahre später. Ich bin so gespannt, was hier drin sein wird. Ich weiß es, Hella, es steht drauf. Gingerbread. Aha. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Die haben halt immer aus Spekulatius so eine Häuserlandschaft gebaut, aber nie mit Lebkuchen. Hä? Hier ist einfach so ein Puderzucker drin. Ich dachte schon, so eine fertige Packung. What is that? Das fühlt sich ja nach nichts an. Oh mein Gott, so Menschen, wie cool. Das bist du. Granny. Ah, wie komisch sieht der dann aus? Ja, das sind Hänsel und Gretel vor dem Hexenhaus. Du hast sowas noch nie gemacht, Hella? Oh, das riecht voll gut. Das war nicht die Frage. Nein, ich habe sowas einfach noch nie gemacht. Oder? Das riecht doch richtig gut. Das riecht echt nach Gingerbread. Aber eigentlich mag ich so Lebkuchen gar nicht. Also irgendwo ist da auf jeden Fall so ein Boden. Hella, einer von den Teilen ist der Boden. Ja. Das ist das Dach, oder? Ah, warte mal, ich glaube, das hier ist der Boden sogar. Und da sind extra diese Teile eingelassen. Hier, guck mal, da stellt man dann den Weihnachtsbaum rein. So. Hä, hey, aber das ist ja zu groß. Perfekt. So. Fertig. Wir können Fertig. Auf den Weihnachtsmarkt gehen. Perfekt. Mega. Das ging ja jetzt wirklich richtig einfach. Wow. Kann das denn sein? Warte, noch ein paar Smarties obendrauf. Perfekt. Ein paar Streusel. So, sehr schön. Hä, hey, ich finde es so schon perfekt. Ja, mega. Wir brauchen auch, finde ich, kein Puderzucker mehr. Nee, warte. Und hier noch so eine Packung. Perfekt. So. Nice. Okay, lass jetzt wirklich anfangen. Hä? Ich dachte, wir wären schon fertig. Nein. Backen, meine Lieblingsbeschäftigung. Machst du alles rein? Oh. Ich habe extra vorher gefragt, du hast mir keine Antwort gegeben. Wir nehmen jetzt einfach keine Spritzpistole, oder? Wir haben extra Backpapier noch gekauft. Halt mal. Tom, der Baumeister, macht das jetzt. Ah, okay. Pass auf.
Mach nicht zu viel, das soll ja auch noch schön aussehen. Sieht aus wie Schnee, es hat halt geschneit. Hast du das schon mal gemacht? Ja. So, und jetzt die andere Seite. Mhm. Sieht nicht so stabil aus hier alles. Vielleicht machen wir es auch einfach falsch. Ja, natürlich machen wir es wahrscheinlich falsch. Vielleicht muss man Uhu nehmen, Patafix. Ja, ich glaube, das ist besser. Ja, oder Sekundenkleber wieder, wie bei den DIYs. Nur dann kann man es wahrscheinlich nicht mehr essen. Ja. So, der Dachdecker kommt jetzt und macht das zweite Dach. Zack. So, es hat nämlich geschneit, jetzt liegt Schnee auf dem Dach. Oh nee, Tom, das läuft alles durch. Klebt da oben schnell ein Pflaster drauf. So ist doch gut, das sieht wunderschön aus. Ja, wunderschön, mit allem, der aus der Reihe tanzt. Das bist halt schon wieder du. Ja, von mir aus. Okay, wie geht's weiter? Jetzt geht's weiter mit diesem Weihnachtsbaum, der kommt hier in die Lücke. Ich glaube, du musst den nicht auf den Boden kleben, Tom. Wir hätten doch so eine Spritzpistole nehmen sollen. Das war deine Entscheidung. Ich mache ein bisschen Schnee auf den Tannenbaum. Der hat gerade hier an den Spitzen noch so Schnee abbekommen. Oh mein Gott, so sieht halt niemals ein Tannenbaum aus. Guck dir das an, der sieht hier auch so aus. Ja, aber da ist es einfach schön gemacht, so eine schöne Umrandung. Und das ist keine Ahnung. Das ist realistisch. Nie im Leben würde so Schnee aussehen, so umrandet. Weiter geht's. Okay, stopp, du nimmst immer viel zu viel. Es schneit halt. Wie nennen wir den? Gustav. Ich nenne den Tom. Der hier? Ah, das ist, bin ich, das ist Hella. Nein, das hier ist und Gustav. Und das hier ist Tom. Gustav, Hella und Tom, oder was? Ja. Du baust halt das ganze Haus, ich möchte auch mal was ja, machen. Ja, okay, dann mach du weiter. Ja, was ist das denn? Du wolltest das... Fleck, da soll so eine kleine Umrandung rum und du machst da so ein Ja, da kommt ja gleich noch Hella, da kommt ja gleich noch Streusel drauf. Hier, guck mal, so ist doch gut. In der Weihnachtsbäckerei. Ich finde, das macht halt schon mega Spaß. Aber das sieht wirklich gut aus jetzt. Schau mal, das sieht doch gut aus, oder? Ja. Richtiger Vorgarten. Hä? Ich dachte, sie benutzt sie jetzt, aber sie isst sie einfach nur. In Amerika habe ich auch schon mal so ein Gingerbread-Haus gebacken und da hatten die eine richtig nice Idee. Da haben wir nämlich nicht diese Fake-Figuren genommen, sondern wir haben einfach unsere Köpfe ausgedruckt und die dann vor so ein Gingerbread-Haus gestellt. Das war richtig hey, nice. Nice. Ja. Das ist richtig cool. Ich blende hier mal ein Bild davon ein, weil ich glaube, davon habe ich noch Bilder. Sowas muss man eigentlich mal machen. Also wenn ihr noch keins gebacken habt oder noch keins gemacht habt, dann macht das auch mal. Ist viel lustiger als hier so ein Fertigding. Ich glaube, wir brauchen Taserfilm. Soll ich mal kurz schauen, ob ich Taserfilm finde? Ja. Ah ja, ich hab's gefunden. Oh mein Gott! Komm schnell, komm schnell! Hier ist so eine Maus, hier ist eine Maus! Ich hab die einfach in so eine Tasse gemacht. Was? Hast du ja, hast du die gemacht? Du erzählst so einen Schrott, Alter. Ich glaub, wir können nicht. Du erzählst so einen Schrott. Wie oft willst du mich heute noch pranken, Hella? Das ist halt der schlechteste. Als wenn du... Hella! Sorry, aber wenn Hella eine Maus sehen würde, sie würde schreiend wegrennen und nie im Leben auf die Idee kommen, die in der Tasse zu fangen. Ist heute irgendwie dein Ich-Pranke-Tom-Tag, oder was? Ich dachte, das wäre eine witzige Idee. Ja, total. Ich hab Tom voll geprankt, Leute. Ja, voll. Bevor du gesagt hast, dass das eine Maus ist, naja, dachte ich wirklich, es wäre irgendwas. Aber in dem Moment dachte ich irgendwie so, nee, das kann nicht sein. Ich habe jetzt diese Tüte hier gebastelt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Folgt mir für mehr Basteltipps mit Tom Stein. Okay, mal gucken, ob es klappt. So, wir machen hier nochmal so um das Fenster so ein paar Punkte. Naja, sowas nicht geplant. Okay, ja moin. Würde ja moin, alles vielleicht auf dem nochmal Tisch. Als Tipp eben so anders machen. Das war doch mal nice. Haben wir nicht noch ausgedruckte Fotos, damit wir unsere Gesichter da drauf kleben? Ich schau mal. Ich habe zwei Fotos gefunden. Echt? Ja. Das ist mega cool. Dann können wir die Fotos hier auf dich und mich kleben. Und Gustav bleibt da so. Nein, wir kleben die auf Gustav und dich. Das hier ist Gustav, das hier bist du. Ganz kurz, warum hast du dieses ausgedruckte Foto von dir eigentlich? Weiß ich nicht. Warst das hat mich auch gefragt. Warst du selbst verliebt oder so? Nein, das sind diese ganzen als Fotos. Als du das ausgedruckt hast? Aus Paris. Du hast mir mal ein Buch gebastelt aus den Fotos aus Paris. Ach, und dafür hast du es jetzt abgerissen? Nein, die waren über. Du hattest scheinbar welche über. Ich habe nie Fotos davon ausgedruckt. Du hast dieses komische Foto von mir ausgedruckt. Also ich habe das Gefühl, die Köpfe werden ein bisschen überdimensional groß sein, aber bestimmt ist es witzig. Also meine Haare sind ein bisschen überdimensional lang. Oh mein Gott. Ich will das hier glatt so ranmachen. Haare länger als die ganze Figur. Ja, also die will ich abschneiden. Ja, ich glaube, die müssen wir abschneiden. Mein Kopf ist auch schon fertig. Oh mein Gott, das ist ja so witzig. So ein Riesenkopf oder so ein ganz kleiner Kopf. Ja, Leute, ich habe hier einfach so doppelseitiges Klebeband. Das klebe ich hier hinten drauf. Meine DIY-Tipps hier wieder, ne? Okay. Jetzt kommt's. Tom, das sieht so schlimm aus. Das ist ja so witzig. Einfach Gustav und Hella. Ich kann nicht mehr. So oh mein Gott. Wir sind fertig, so lassen wir es. Ja, so ist es
echt perfekt geworden. Oh, Tom! Ich habe nur das eben verdichtet von unten. Ach so. Leute, was sagt ihr? Ich finde, das ist genial geworden. Sehr nice. Krieg von mir mindestens eine 10 von 10. Isst du das jetzt? Probierst du das knusper, jetzt? Knusper, knusper, Knäuschen. Beiß einmal ab. Wie schmeckt's? Er knabbert einmal im Häuschen. Hey, du hast gerade gesagt, so abbeißen. Schmeckt's gut? Mm. Ich will aber auch noch einmal abbeißen. Nee. Nee. Mag ich gar nicht, mag ich gar nicht. Hella, ich lass es hier drauf stellen. Auf den Kalender. Ja, das passt gut. Der Weihnachtsmann passt auf, dass wir nicht gefressen werden von der Hexe. Ja, genau. Von Tom. Ja. Gut, dann let's go, oder? Was heißt denn let's go? Wir werden jetzt auf den Weihnachtsmarkt fahren. Ach so, ja, stimmt. Junge, ich hab's das schon. Junge. Junge! Ja, let's go. Jetzt aber schon, es ist noch nicht mal dunkel. Beeilung! Okay. Okay. Es ist so kalt, aber wir sind auf dem Weihnachtsmarkt angekommen, Leute. Schaut es euch an. Und hier kann man einfach Schlittschuh laufen. Das ist so cool. Wusstest du das, Hella? Ja. Crazy einfach. So cool. Lass mal auf jeden Fall Schlittschuh fahren. Hier. New York Vibes, aber diesmal nur für 3 Euro. Junge, New York war so teuer und vor allem in New York hatte man aber auch eine schönere Aussicht. Also hier das stimmt. In so einem Zelt Schlittschuh laufen. Aber ist schon cool. Du musst es wirklich machen. Ja, ich hab voll Bock. Sicher. Lass das machen. Oh Mann. Los, los, fahr. Brauchst du nicht so einen Pinguin? Ja, ich glaube auch, dass ich so einen brauche. Ja. Das ist halt Plastik, Leute. Send me someone to love so I can hold their hand while we're at skate. Also, große Überraschung, diese Eisbahn war einfach aus Plastik. Es war kein Eis, sehr nachhaltig auf jeden Fall. Ja, es war halt einfach gar nicht zu vergleichen mit New York. Nee, nee, das war was ganz anderes. Eigentlich müssen wir nochmal ein Video einblenden, wo wir da noch gefahren sind. Ja, das blenden wir euch hier zum einen, aber es war halt auch einfach ein anderer Preis. Also, ja, das stimmt. In New York, ohne Scheiß, wir haben 100 Euro bezahlt, hier 10 Euro. 3 Euro pro. Ja. Aber in New York, es war so arschteuer. Naja, jetzt habe ich Hunger. Ich habe noch was vorbereitet. Was? Also, und was zwar habe ich hier 2 Zettel. Ja. Also, weil ich hatte richtig Lust auf Schoko-Erdbeeren. Ja. Und jetzt gleich musst du sozusagen einen Zettel ziehen. Ja. Und dann entscheiden wir, wer für wen Schoko-Erdbeeren kaufen muss. Dann zieh eine Karte. Und? Was steht auf der andere drauf? Du hast euch verarscht. Hä, nein. Verarscht. Hab ich nicht. Er steht auf beiden, Tom. Hä, hier. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast mich sowas von den Tisch gezogen. Wo gibt's denn hier Schoko-Erdbeeren? Ich bezahle eh immer alles, also von daher ist das egal. Olaf ist einfach auch hier und Tom gerade am Stand. Was glaubst du, hat das gekostet? 5 Euro? Ja, pro Erdbeere 1 Euro einfach. Hallo, wehe. Das sind meine. Aber... schmecken gut. Jetzt kommt der Taste-Test. Also die sind wirklich lecker. Und oh, nice. Sind so nice. Mhm. Das waren jetzt 50 Cent, die du abgebissen hast. Oh Gott. Ich will aber noch was Vernünftiges essen, Hella. Wir holen jetzt noch was Vernünftiges für mich. Hella, oh nein. Das waren 50 Cent. Das waren 50 Cent. Glaubst du, ich kann das einfach noch essen? Ich weiß ja nicht. 5-Sekunden-Regel? Hallo, das waren 50 Cent. Du hast gerade 50 Cent gegessen. Verboten. Sollte man lieber nicht nachmachen. 5 Euro später. Jetzt holt Tom sich auch noch was, meinte er. Leute, ich habe mir jetzt hier sowas geholt. Das ist halt chinesisch. Ich dachte so, richtige Weihnachtsvibes. Yeah. Wir sind halt auch einfach irgendwie 8-mal über den Weihnachtsmarkt gelaufen, weil der irgendwie nur so 5 Stände hat und so übertrieben klein ist. Es war trotzdem sehr gemütlich. Und jetzt sehe ich hier noch ein paar Asian-Nudeln. Die sind so lecker. Jetzt eigentlich hin, ohne Witz, die sind besser als bei jedem festen Asialaden. Also die sind so... in so einem Wok. Würzig richtig, irgendwie, ja. Ne? Wohin gehen wir jetzt? Nach Hause, oder? Ja. Ich möchte jetzt auch noch ein paar probieren. Guten Appetit. Ach ja, war das ein schöner Tag. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich würde sagen, morgen geht's weiter mit einem Video auf Hellas Kanal. Was ist? Du hast dir auf die Zunge gebissen? Wieso machst du das? Ih, Hella. Was ist? Oh, meine Güte. Das war eine Zunge. Das war eine Wegzunge. Wie oft? Ich hab die halt nicht mal gesehen. Film doch in Kamera. Film doch in Kamera deine Reaktion. Hä? Also wirklich. Ich weiß nicht, was du dir heute gedacht hast. Ich wollte dich heute den ganzen Tag pranken, Tom. Und es hat gar nicht geklappt. Also mit dem Salz. Ich wollte so tun, als hätte ich mir auf die Zunge gebissen und dann wäre die rausgefallen. Ich hab's halt nicht gesehen. Ich hab die Zunge halt nicht gesehen. Wo kriegt man sowas, Hella? Oh. Wo kriegt man sowas? Im Internet? Ich will jetzt essen gehen lassen. Wie kommst du auf diese ganzen Ideen? Sorry, das war so witzig. Wirklich,
So, als wenn deine Zunge abfällt und dann ins Essen. Und dann wollte ich, dass du uns halt so filmst, damit deine Reaktion damit drauf ist. Und plötzlich filmst du mich halt so. Ja, ich dachte mir so, hä? Wovon redest du? Ich wusste ja nicht mal, was du meinst. Naja, aber auf jeden Fall war's das mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.